steigende Komplexität im Gesundheitswesen erfordert ein erhöhtes Maß an Kompetenzen aller Pflegepersonen. Das Simulationstraining an unserem Studiengang befähigt Studierende, diesen Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden. Das Simulationstraining findet in jedem Semester statt und ist ein fixer Bestandteil im Curriculum. Die in Theorie und Praxis erworbenen Fertigkeiten werden in Skill Labs vertieft und in den Szenarien mit Hilfe der Simulation verknüpft. Die Komplexität der Lernszenarien steigen mit der Kompetenzentwicklung der Studierenden stetig an. Das Modell der simulationsbasierten Lehre gliedert sich in drei Phasen. In der Phase des Briefings erhalten die Studierenden Informationen zum Szenario und zum technischen Equipment. Nach der Durchführung erfolgt im Debriefing ein kritisch reflektierendes Gespräch. Morgen! Guten Morgen! Im ersten Szenario geht es um die postoperative Übernahme. Gutes Gelingen! Danke! Danke. Ja, es ist überstanden. Ich kann im Simulationstraining direkt mit dem Patienten interagieren, indem er oder sie mit mir spricht und direkt auf meine pflegerischen Handlungen reagiert. Mit Hilfe des Simulationstrainings können wir unsere erlernten Fähigkeiten festigen, bevor wir in die Praktika gehen. Außerdem bietet es uns den geschützten Rahmen, um eigene Erfahrungen zu machen und zu reflektieren und aus unseren Fehlern zu lernen. Weil ich habe ein bisschen Angst und ob sie mir die Angst vielleicht nehmen können. Mhm, da kann ich Ihnen auf jeden Fall helfen. So macht man den auch. Okay. Viele pflegerische Handlungsschritte sind so komplex, dass wir sie sehr oft üben müssen. Welche Situation haben Sie vorgefunden? Ja, der Patient war in seinem Zimmer, es war postoperative Übernahme. Redon hat gut gefördert, postoperativ.